Burschen, wir sind wieder back. Heute geile Folge. Wir bereiten uns vor aufs Beschleunigungsbuch Maxi Mopedrennen. Nächste Woche am Bässering in Greinbach. Und für das haben wir was ganz Spezielles geplant. Ich habe eigentlich schon von meinem violetten Großmaxi den Motor in das violette Moped da hinten eingebaut, wie ihr seht. Wir haben das alles schon verfilmt gehabt. Aber jetzt hat uns der DAX dazu bewegt, dass wir doch vom Road2Goat-Moped den Motor einbauen, von Zeug Maxi Factory. Weil der mehr konkurrenzfähig ist. Es wird sehr spannend. Ich bin gespannt, wie der Motor da drinnen in dem Moped funktioniert. Wir werden da einiges anpassen müssen. DAX Factory kommt da gleich. Ich starte schon mal mit dem Ausbau von dem Motor. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch noch schnell mal, um was es sich handelt. Ja, das ist die Purple Legacy Maxi, was ihr alle kennen. Hätte da den Motor eingebaut gehabt, der was die 100 km/h gefahren ist mit dem Projekt Asphalt. Aber der wird zu langsam sein. Der Motor, und der DAX Factory hat gemeint, hey bitte, bitte bau den Motor ein von der Road2Goat Maxi, der was wahrscheinlich um die 16 PS hat. Da habe ich Maxi Factory getuned und ich habe mich überreden lassen. Deshalb starten wir das heute. Ihr könnt sehr gespannt sein, vielleicht folgt der kleine Testfahrt heute auch wieder einmal endlich. Und ich würde sagen, let's go! Der ganze. Da steht er. Ich will da gar nicht zu viel umgehen, weil das nachher nicht so viel Arbeit hat beim Einbauen wieder. Und ja, kommt Zündung nach oben an. Kommt nicht BVL-Zündung drauf. Jetzt haben wir ready. Jetzt hol ich mal Road2Goat Maxi 4. DAX Factory ist eintroffen da bei mir in der Werkstatt. Ketten ist schon montiert. Jetzt kommt das Mördergerät rein, oder? In das Ding. Glaubst du, da halten wir das dann überhaupt, ne? Gas darf uns nicht hängen bleiben, sonst kann es sein, dass wir hier sind. Okay. So, wir haben jetzt gleich mal das Öl auslassen, bevor wir noch raus tun, weil sie das dann schöner ausgeben mit unseren Schrauben. DAX Factory, was hast du entdeckt? Was, jetzt hängt er da drauf, weil er magnetisch ist. So schaut das aus nach 45 Minuten Mofa-Rennen. Ja. Plus aber wenn geht Training. Das sind die DAX Factory Ölschrauben, Oplus-Schrauben mit. Da sieht man, was da der richtige Magnet drauf, gell? Für einen Sif, vor allem von der KTM-Kupplung, der Obrippt ist auch magnetisch. Das ist ein richtiger, grindiger Schlat. Sieht aus damit. Und das auf der Schrauben und nicht im Getriebeöl. Super. Jawohl. DAX Factory Qualität, garantierte Qualität. Und der Motor ist entheiratet. Schön. So, BVL-Zündung haben wir mal drauf. Und jetzt kommt das gute Stück rein, oder? DAX Factory. Baut den Motor rein. Factory montiert schon mal einen Auspuff, weil der DAX so kommandriert ist, schaut gar nicht so schlecht aus. Schaut eigentlich aus wie beim Zeichen. DAX Factory zieht dann auch die Federn mit dem Dings auf. Hagelzieher! Ein Hagelzieher. Und so schaut das dann aus. FMF Auspuff auf der Purple Legacy Maxi. Das ist halt mörderisch und so nach aller Brunnenfeuer, das hat mich ja geil. Okay, wir sind angelangt. Jetzt müssen wir noch den Eintopf da befestigen und für das haben wir uns die Aufnahme da von der Federung angeschaut. Da werden wir jetzt einfach dann ein Flacheisen ummachen. Das heißt, erst einmal da die Federung aufmachen. Ah, die holst du an. Steht der hier oben im Stahl?
Nein, das haben wir ja alles wegtransportiert. Dax Factory hat die Aufnahme produziert. Die Gegner fahren da draußen spazieren, hören wir gerade. Jetzt kommt noch die Kälte rein, ein neuer Bremsgriff. Und dann sind wir startklar, oder? Mhm. Dax Factory. Und den neuen Anreißer musst du mir auch noch montieren, was du da produziert hast. Kommt gleich. Förderisch. Und jetzt kommt die neueste Dax Factory Erfindung. Ja, mit Air Intake. Bist du deppert, also für Belüftung für die Zündung gleich. Da die Luft rein und die Zündung rein und da raus. So, so, dass kein Dreck reinfliegen kann. Oder? Dass du da keine Steine oder was reinfliegen kann. Also auch für große Mopeds. Für große Mopeds eigentlich gedacht, ja. Und für die Straßen genauso, dass das schön kühl bleibt drin. Sehr gut. Jojo-Effekt. Mit Jojo-Effekt. Und Athleten-Pickel drauf. Athlet-Version. Alles im Dax Factory Shop. Also www.daxfactory.com kriegt die geilen Erfindungen. Schaut rein, der hat Shop. Ständig neue Ideen, was er einstellt. So wie jetzt die Air-Inlet-Anreißer-Ringe. Und ja, ich würde sagen, wir sind gleich so weit für das. Fahrt Käden noch drauf und fertig, oder? Ja. Jawohl. Okay. Dax Factory, letztes Ding, oder? Letzter Bauteil. Luftfilter. Eingeölt, frisch, durchblasen. Bin neu, das Moped ist angestellt worden auf der Aero Range nach dem letzten Lauf. Und nicht mehr angestartet worden. Der Motor. Ja, der Motor. Das Moped ist nicht mehr, ne? Jawohl. Gleich geht's los. Okay, Leute, wir sind startklar. Dax Factory ist heute der Testfahrer, aber ich mit meinem Gips noch nicht kann. Hast du die große Ehre, das wilde Gerät. Ich würde sagen, wir starten es einmal, oder? Wir haben es noch nicht gestartet vorher. Schauen wir, ob es gleich anspringt. Was sagst du? Wie viel Riss brauchen wir? Normalerweise brauchen wir nur einen. Wenn wir jetzt einen und so ausmachen, dann sind wir voll da. Au! Was? Schaut euch an, Leute, das ist der exzellenteste Fahrt. GoPro ist aufmontiert. Du bist halt der Kamerakind. 0 auf 0 ist gesetzt. Mhm. Okay. 6 auf 8. Sag ich dann den Doktor beim Todeszeitpunkt. Was da oben? GoPro ist aufmontiert. Du bist halt der Kamerakind. 0 auf 0 ist gesetzt. Mhm. Okay. 6 zu 8. Sag ich dann den Doktor am Todeszeitpunkt. Yeah.
Was ist dein Fazit? Beim Umdrehen ist... Warte, tu noch, dass die Kamera gleich filmt. Beim Umdrehen ist die Grube zusammengeklappt, Alter. Nein! Angeschissen. Ja, 79 wieder. 79? Sag her, offiziell. 79 km/h. Aber die steht sofort da, gell? Die gangen wahrscheinlich 120 locker. Zeig Maxi-Effekt, wenn ich jetzt